Der Deutsche Naturschutzpreis ist eine großartige Sache und sehr wichtig, denn wir zeichnen einerseits Einzelpersonen und Verbände aus für ein vorbildliches Engagement für den Naturschutz. Aber damit schaffen wir zweitens auch Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit, Ermutigung und Anregung für ganz viele Menschen in Deutschland, die sich mit Naturschutz beschäftigen und dazu beitragen, dass wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen in einem guten Zustand erhalten. Also es ist ganz, ganz viel Herzblut, was hier drin steckt in dieser Veranstaltung. Weil uns allen die Natur am Herzen liegt und weil wir alle Jugendhilfe lieben. Urbanes Gärtnern ist heutzutage sehr wichtig, weil die Städte sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern aufnehmen. Die Menschen treffen sich in Gärten, können kulturelle Einflüsse mit einbringen, können zusammenarbeiten und können eben auch Fragen der Versorgung gemeinsam diskutieren. Die ganze Zeit war das Gelände nur Abladeplatz für Schutt und Müll und allem. Und so denken wir oft, dass wir schon das Richtige tun, wenn wir gemeinsam mit allen und für alle hier etwas abbauen. Die vielfältigen Angebote von Wasserleben machen Natur erlebbar. Die Bürger lernen das Ökosystem dieser Bäche und Kanäle mitten in der Stadt kennen. Und was man kennt und schätzt, das schützt man auch. Wir zeichnen die Förderpreisträger aus. Tauchen für den Naturschutz, Preisträger der NABU, Regionalverband Gransee. Das zweite Projekt. Die Travekids auf Flusssafari, der NABU Rheinfeld Nordstormagen. Und ungehindert engagiert von Europark. Der Bürgerpreis ist eine ganz tolle Geschichte, die in der breiten Öffentlichkeit Personen und Menschen erreicht und motivieren kann. Und das müssen nicht immer auch große Beträge sein, die dann helfen, solche Ideen zur Umsetzung zu bringen. Das sind zum Teil unterrichtsbegleitende Exkursionen, die wir zum Thema Wasser durchführen. Wie geht es, was für die Menschen zu tun? Also da steckt ganz viel Energie drin. Greifen also aktiv ins Dorfgeschehen ein. Dann tut man sich zusammen und macht was Gemeinsames und das ist eine tolle Sache. Der Gewinner der Bürgerpreise. Alle Preisträger bitte ich aber nochmal auf die Bühne. Der diesjährige Träger des Ehrenpreises hat sich herausragend und leidenschaftlich um den Naturschutz verdient gemacht und sich mit großem persönlichem Engagement für eine konsequente Verzahnung von Hochwasserschutz, Auenentwicklung und Renaturierung eingesetzt. Als ich angefangen habe, waren Flussauen als Lebensraum nahezu unbekannt. In der Wissenschaft hat sich praktisch niemand damit befasst. Das hat sich geändert. Es ist also doch ein Bewusstsein im Laufe der Zeit entstanden, dass Flussauen wertvoll sind. Ja, aufmerksam machen auf alle Naturschutzbelange, die es nur so gibt, und das sind so wahnsinnig viele. Dafür brauchen wir den Naturschutzpreis und es ist positiv und toll zu sehen, was für Projekte ausgezeichnet werden.